Willkommen zurück zu A Way Out hier auf dem Kanal Mehrspieler. Mit dabei immer noch der Niklas. Moin. Und wir sind hier gerade vor unseren Knarren. Ich gucke einfach mal, was ich hier Flaschen werfen. Oh, ich weiß, was das ist. Ich nicht. Ich schieße die Flaschen ab. Ach du. Welche Waffe nehme ich mir denn? Ach, damit kann man Waffen testen. Nehmen wir mal. Das hier, das sieht nach Skill aus. What the fuck do you want? Take it easy. Nur eine Flasche werfen, Niklas. Reich. I don't know what your problem is, but I don't like having guns pointed at my face. I don't care what you like. Just go pick a goddamn gun. I will. Just making myself clear. Kann ich die hier tauschen, oder? Ja. Mit Flaschenwerfen können wir die testen. What are you waiting for? Just pick a gun. Testen die jetzt. Bereit? Jo. Was, ach, da hinten, okay. Ich kann halt nicht steuern, wo ich die hinwerfe. Wird vielleicht auch mehr in die Luft gucken, ne? Okay. You're a horrible shot, Leo. I was blinded by the sun. Good one, Leo. I'm the man. Oh, come on, what was that? I hit it. Wow. Nice, der war ein guter Treffer. Boah. I'm the man. Come on, hurry up. Oh, come on. What was that? Hältst du die? Abholen. Nein. Du kannst auch mal eine aussuchen, wenn du willst. Okay. Ich denke, mich tönt hier die ein bisschen an. Kann ich eigentlich eine nehmen und Flaschen? Kannst du jetzt auch wieder zum Flaschenwerfen gehen? Ja. Ah ja. Komm schon. Good old pump action. Stops anyone from coming at you. Good old pumping. Any good place for target practice around here? Try shooting at those empty houses. That should do the trick. Good idea. Let's see what kind of damage this bad boy can do. Are you even trying? No. Impressive, Vincent. Well, I've been practicing. Okay, jetzt bin ich dran. Oh, come on, what was that? I hit it. Alles gut. Also eine Dreischusswaffe. Okay, jetzt habe ich das System verstanden. I was blinded by the sun. Seriously? Wir wollen einen Treffer. Nice shot. Die habe ich getroffen. Okay. Was haben wir dann noch? Das war eine MP, ne? Mhm. Nice. The brand new MP5. Perfect MP5. For close quarters combat. Close quarter combat. Combat. I didn't know you could shoot. Now you know. Nice shot. Ja. Well, thank you. Man merkt schon, dass du hier der Konsolenspieler bist. Ich bin kein Konsolenspieler. Doch. Ich habe noch nie einen Shooter auf der Konsole gespielt. Na gut, das habe ich zuhauf. Shut up, Leo. Aber in den letzten Jahren relativ wenig. I didn't know you could shoot. Okay, schick. Guck mal, die kannst du auch einfach so machen. Ja, ich glaube, ich bleibe mal mit einer Dreischuss hier. Bleibst du über der MP oder? Ich nehme mir die Schrotflinte. Ach, das ist die Shotgun. Dann haben wir dich für. Close Quarter Combat. Dann haben wir dich für Fernkampf und mich für Nahkampf. You ready to go? Give me a minute. I want to make sure I have the right weapon. So, Hälfte unserer Munition haben wir jetzt schon verbraucht. Möge hat sich noch schön an. Mhm. Hm? Da gab's keinen Flammenwerfer. Ein Motel. Die arbeitet für Harvey. Locker. Da sah man eben schon im Blick.
Hey, it's me. I got some information about Leo. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost you. Don't worry about that. Just tell me where he is. Got it. Good job. Talk to you later. Harvey! Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Die wen? Ja, deine Frau, glaube ich, ne? Mhm. My name is Kira Moretti. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. And I'm all alone. Please send an ambulance. Ah, die ist dick. Als hätte sie ein ganzes Kind gegessen. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. East River. The calm before the storm. Ruhe vor dem Sturm, um uns das was sagen soll. Well, there's your phone. Yep. I'll look around. Make sure to get us that plane. Ob ins Kino oder ist ein Obdachloser? Jesus, man. You're a mess. Weißt du, man, sie sind total am Arsch. Alter, wir sind jetzt richtig assi. Nämlich Kleingeld. Und ich hab keins. How was it? You know, over there. Will dem armen Bettler nicht das Kleingeld glauben? Yeah. Was it as bad as they say? It's worse. Mal X bei der Bank setzt sich da hin und klaut ihm das zur Tasche. Kleingeld, ich kann nur. Making a big mistake? Yes, of course she is. No, you slept with my best friend. Ugh. Is that true? Yes, but it was a long time ago. It was terrible. I mean, she was frigid. Sorry, you're on your own. Oh, thanks a lot. Brauche Kleingeld. Hello, can I help you with something? Yeah, I need some change to make a phone call. Sorry, but you have to buy something first. All right. What do you recommend? For you? Ah, I have some top-notch girly magazines. I'll pass. Give me some cigarettes. Filtered. Sure. Here you go. You're welcome. Nice. Ich hab Kippen. Kleingeld. Und Kleingeld. Warum sitzt jemand im Fenster? Mit dem Damen? Ne, yo. Vincent has to make the call before we come in. Hey, it's Vincent. Yeah, I'm fine, thanks. Look, I need to fly somewhere. Tomorrow. Can you make that work? Okay, great. What? When?
Where's she? Okay. Okay, okay. Thanks. Hey, did you get us a plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? You okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened and I need to be there, all right? Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me! Ins Auftragskiller. Den machen wir fertig. Silenced. Ist deine Waffe auch gesilenced? Ich hab eine Schrotflinte. Okay. Fine. It's my wife. She's. Oh shit! We gotta get out of here! Man schießt ja schlecht. Shit! The guns are in the car! There's no time for that! We have to go! Come on! Yeah! Geht jetzt ab. Spiel hat schon echt ein paar nice Perspektiven am Start. Die sind aber teilweise echt kompliziert. Leo! Hold on! I'll help you barricade the door! This should buy some time. We gotta get out of here. I know. Up there. The vent. I see it. Man muss dazwischen. Ich weiß es. Leo, get up there and I'll push her across. Wie der links immer dagegen boldert. Come here. I'll lift you up. Wer immer weiter dagegen tritt. Sah dezent geplant aus. Bin du mich sicher? Wie wir die Lichter ausschießen. We can control the next one from here. Get behind it. Du musst dahinter. Niklas! Ja, das ist. Du musst dahinter bleiben! Ich war zu schnell, nein! Ja, ich. Irgendwie ist es sehr komisch, wenn man sich so anlehnt. Boah, sollen wir das nochmal schieben, wie öde. Ladezeiten sind aber auch schön kurz. Dumm. Einfach nur da steht und immer weiter schießt. Was für ein schlechter Auftragskiller ist das eigentlich? Nicht mal sein Ziel töten kann, gescheit. Er soll dahinter bleiben. Lass mich denn drücken, damit er dahinter bleibt. So scheinbar, okay. Muss immer so ein bisschen mittig bleiben, glaube ich. Ja, du musst was vorgehen. Ich muss halt. Vincent! Ja, Rippen.
Mach ihn platt. Was, bin ich schnell genug? Okay. Das ist halt schärfer gewesen, hätten wir den Kopf abschneiden können damit. Gut, halt die Klavierseite. Look, I don't know what's going on with you, but we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah, I know. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure, it's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. It's just... it's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see your kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. I know, you're right. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital, you're gonna see your kid, and then we go get that plane. You with me? Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. All right then. Let's go. Das ist wieder im Flugzeug. You know, I could tell it was your first kid. You could? Yeah. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I didn't mean it in a bad way, you know. But, yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Damn. Yeah. Vincent, ask the receptionist. She should know. Hey, Vincent, I found the maternity ward. We need to take the elevator. Wie heißt das? Maternity ward. Oder Maternity ward. Entbindungsstation. Elevator A müssen wir nehmen. Good evening, sir. How can I help you? These signs are so confusing. My wife just had a baby. Oh, congratulations, sir. Thank you. So, which way to the maternity ward? Just, take the elevator to the top floor, and then follow the signs. Thank you. You know why you're Aufzug here? Nach oben fahren. Not really. Do you? What? Look, you should probably talk to someone who can help you out, okay? Should I? Ich hab einen leicht verwirrten Mann.
Trust me, I'm fine. Let me guess. Car accident? Yes. It's the third time in 6 weeks. She says I'm too old to drive. Ow! What's wrong with you? How old are you, sir? If you don't mind me asking. Oh, no, not at all. I'm 81. 81? You're 89. He's 89. I could have sworn I was 81. 89? Oh, my God. 89? Maybe I am too old to drive. Maybe you are. Wie alt war der? 89? Ja, der ist 89 und fährt noch Auto und hat in 6 Wochen 3 Autounfälle. Ich bin contagious. You are? Yeah, I don't know what it is yet, but you should definitely stay away from me. I had a friend who was a hypochondriac. I'm not a hypochondriac. You're not? Oh well, actually your face is pretty swollen. What? Where? Are you serious? Looks bad, man. Oh my god. Is it really that bad? Ich muss nur gerade dem Hypochonder erklären, dass er Gesicht nicht mehr ist. Und 4 Gewinnspielen. Hey. So, erster Wurf natürlich. Ich hab schon lange kein Fehlgewinn mehr gespielt, ne? Ich auch nicht. Bin ich in den Kernelementen immer so ein bisschen was von Schach. Gerade so reden komplett abgeschaltet, voll aufs Spiel konzentriert, auch in die Glas. Was? Oh lol. Bet you didn't. Yeah, right. Noch eine Runde? Mir egal. Wenn du nochmal anfangen willst. Nein, ich will da bleiben. Wir bauen einen Turm. Just make your move, Einstein. Ihr wisst, das wird ein Spiel bei uns beiden. Was? Den wollt ihr jetzt noch voll machen, ne? Ja.
Ach, kacke, ey. Das wird gleich Zeitspiel. Das wird gleich Zeitspiel. Ich wollte gerade sagen, ich sehe schon, wie wir gleich ein Unentschieden oder sowas machen. Nee, einer wird sicher gewinnen, aber... Wer gewinnt, wird am Ende Glückssache. Aber ich darf da nicht reinwerfen, da steht schon mal fest. Ja, ich auch nicht. Richtig. Deshalb sage ich ja, wer am Ende zuerst in die Spalte werfen muss, der hat verloren. Wenn alles andere irgendwann voll ist. Ich glaube, wir sind über dem Spiel, Niklas. Das fällt dann das Freine. Naja. Ah, oh, hier ist ja auch ein sehr schönes Feld. Hau rein. Just make your move, Einstein. Das linke Feld ist genauso scheiße. Das, ja, jetzt ist es da, genau, hier ist es jetzt genauso scheiße. Das gleiche machen wir dann erst noch die rechte Spalte voll. Ja, RIP auf jeden Fall. Das ist das spannendste wie Gewinnspiel. Okay. Nein, ich hab verloren. Ja. Gut, dann machen wir es jetzt schneller. Ich bin unbesiegbar. Okay, genug gespielt. Irgendwie jetzt 10 Minuten wegen mitgespielt. Ja, aber du hattest auf jeden Fall beide Matches keine Schnitte und das am Ende war nicht nur Glück. Ja, ja. Hey Leo, get over here. Ah, ich bin hier. Okay, wir müssen auf Etage 18. Gut. Wait. Oh man. Noch kein Auftragskiller. You guys seem familiar. Have I seen you before? Nah, I don't think so. Hmm. Okay. Whatever. Okay. But your faces are so familiar. I'm sure I've seen you somewhere. Wo wollen wir denn mit dem hin dann? Wenn wir den jetzt K.O. schlagen? Nein, wir talken uns raus. Komm. It's probably good. It is? Yeah, I'm here a lot. I got this disease. The doctors can't figure out what it is, but you don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so right, feel better. Nice. I know. So, excited to see your baby? I'm more nervous. Understandable. I was nervous too, but don't worry. You'll be fine. Thank you. Niklas, komm zu mir. This is fun. Ich hab ein krebskrankes Kind hier. Komm zu mir. Ihr habt Krebs und raucht einfach. You know what? Those things will kill you. Yeah. They pretty much already have. Ich glaube nicht, das ist ein Kind. Ja, das nicht, aber... How long have the doctors given you? Months, maybe less. Who knows? That's tough. I'm so sorry. Weil ich sie auf dem Hinterrad. I actually feel quite relaxed about it. You do? Yeah. You'd be amazed how much acceptance relaxes the mind. Können wir doch umkippen? Whoa! Ah! Ah, my back! Komm, wir machen einen Balancierwettbewerb. Okay. Wer länger balanciert. How hard can this be? 3, 2, 1, go. Jetzt wird es aber schon Übung. Auch nicht so hart am Anfang. Wow!
Oh Scheiße, habe ich zu dir geguckt. War dumm. Und so noch deinen Rekord brechen. Den hast du schon. Das ist spannender Content, den wir hier liefern. Auf jeden Fall. Hör auf. Das wird ja auch gar nicht schwerer mit der Zeit. Kann ich gar nicht umwerfen, schade. Ein Ripp. Oh. So, what's happening here? The bulb's blown out. It's the third time this week. Problem with the wiring? No, the wiring's fine. I think it's a ghost. What? don't listen to him. 260. Trust me, okay? It's not a ghost. How can you be so sure? I've seen them a lot of times. Whatever. Just be careful up there. Nope. Yeah, I know. It's a girl. Ghosts can be dangerous. And so can electricity. See what I have to deal with here? And her belly looked just like yours. Well, you're wrong, because I talked to my fortune teller and she told me it's gonna be a girl. Das war, was er gerade gesagt hat. Du brauchst sie genauso aus wie der von meiner Frau. Und das war ein Junge, und sie ging auch rein. Excuse me, ma'am. My wife just had a baby. What's the name, please? Carol. Already. Right, just follow me, sir. Thank you. Komm mit. Woo. Thanks. Hey, Carol. You okay? I'm fine. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. This is, Leo. It's nice to meet you, ma'am. Yeah. Baby girl, huh? I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And, congrats, by the way. Can I hold her? Okay. Kann ich mich sehen? Ja. She's so beautiful. She is. You know, I miss you. Vincent, please. I love you so much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, okay? Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. Günstig. Polizei. Shit.
Vincent, we need to get the hell out! There he is! The cops are here! No shooting, we're in the hospital. Okay, let's go. Aus dem Fenster mit dir. Mhm. Der ist einfach mit der Tür in den Raum gefallen. Hat auch keinen Bock auf seinen Job. Mm-mm. Irgendwer da? Nein, okay. Unauffällig, unauffällig. Come on, open, goddammit! Das tut weh. Bin auch OP-Saal. I need to get up in that vent. Richtig schmackige Folge. Noch ein Side-Scroller hier. Ein Beat'em up. Oh, alter Schwede. Kann ich irgendwie blocken oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann nur zuschlagen. Ich glaube, die sind fast tot. Nein, nein. Ich würde doch niemanden umbringen, ich bitte dich. Wie Batman. Ein vierfacher Oberarmbruch und mehrere Schädelfrakturen, ist ganz normal. Wollen wir hier vielleicht... Oder du gehst ja vorbei. Das wird eine schmackige Frage. Jetzt rüber.
Zack. Ohne. Warum steht da eine Leiter? Eine Rettungsleiter. Wahrscheinlich. Ich würde nicht auf die Polizisten schießen. Oh, ich kann gar nicht auf ihn schießen. Übergänge sind teilweise richtig geil gemacht. Ja, ne? Das ist schon echt nice. Oh crap. Damn. Think, Vincent, think. Noch ist Assassin's Creed. Nimm die Zeitung. Setz dich hin, setz dich hin. Ja. Du bist so krank. Good evening, ma'am. Good evening, officer. We have two fugitives at large in the hospital right now. I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. Have you seen them at all? No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Stay away and call for any of us, okay? Will do. Let me know if there's anything else I can do to help. Sure. We'll be patrolling this wing for now, so we'll be close by. If you see or hear anything suspicious at all, you let us know, okay? Of course, officer. Thank you. Stay safe, ma'am. Ich bin nicht suspicious, ich renne hier nur mal raus. Ja. Ach nö. Spring aus dem Fenster! Woo! Da komm ich, pass auf. Jetzt beginnt die große Ballerei. Na, du kommst jetzt dahin, holst mich ab und dann fahren wir schnell weg. Und dann, ich muss schon wieder Auto fahren? Du musst rennen. Oder? Nee. Ich kann grad nichts machen. Der denn? Er ist ganz verwirrt. Ich nutze die Verwirrung. Oh, Kacke. Kacke. XXXXX. Uiuiuiuiuiui. Nice. Jetzt kommt direkt die nächste Sequenz, pass auf. Mm. Das Game bockt schon, ne? Mm, macht schon echt Laune.
Das ist natürlich doof, dass so kurz vorm Ende der Folge eine lange Szene kommt. You sure it's a good pilot, right? Yeah, kind of sure. Come on, man. You know I'm not a fan of heights. Don't worry. Emily's a great pilot. She was practically born on a plane. Den Reifen schweißen. Long time no see, Vincent. How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily, does this thing fly? What, does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Mexico? You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico. Truth. I would never say anything. I would never do that. You know that. And I didn't say anything. Now, they tried to get me to say something, but I didn't. Because that's not what I do. You know that. You know you gotta trust me, Harvey. I promise. Please. Please. Let him go. Oh, thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan. Dime, jefe. Necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. Todos? ¿Pero qué pasa? No preguntes tanto. Hazlo nomás. Whoa! Oh, wait! What? No! No, no! Hey. Here you go. Hey, Vincent. Who is this Emily, really? Don't even ask. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. You crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? Ich würde aber sagen, die Entscheidung machen wir in der nächsten Folge. Okay, wir entscheiden sie nächste Folge. Das ist eine sehr weise Idee. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, war jetzt ein bisschen länger, als sie eigentlich sein sollte. Aber naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Macht's gut.